Hallo YouTube, schön, dass ihr da seid zu einer weiteren Folge unserer kleinen Alpenfahrt. Mit dabei ist der Kevin. Hallo. Der Michel. Hallo. Der Sepp. Hallihallo. Und der Mike. Und der Elias. Hallo. 15 Elias. So, ja, wir sind wieder auf dem Weg zu Feld 3 bei uns und dann nächsten Raps ernten. Was die anderen machen, ist mir wurscht. Ich weiß es nicht. Ha! Die sind garantiert wieder irgendwas am Ausbau dobern, dass sie schon wieder irgendwas bauen dürfen. Pass mal auf. Ich sag euch das. Irgendwas geht da wieder. Wir bauen unser Casino. Diesmal nicht. Genau, ja. Ein Casino bauen wir als nächstes. Genau, aber wir wollen mal starten hier. Links und rum. Dann ab geht die Post. Komm, jetzt laber nicht aus. Zack, auf geht's. Kevin? Kevin, warum antwortest du nicht sofort? Ja, ich muss dich erstmal von dem einen Traktor in den anderen Traktor ziehen und heben und... Weißt ich sitze im Drescher. Vom Drescher? Ich bin schon auf dem Weg wieder zu Feld 3. Okay. Oh, du kriegst auch nichts mit, ne? Habe ich doch gerade noch gesagt. Mann. Fahr mal Anhänger verkaufen. Ja, fahr mal Anhänger verkaufen, bitte. Wo muss denn die Milch hin? Kann ich die gleich mitnehmen? Die Milch? Musst du wahrscheinlich gucken, ob das Wasserfass leer ist. Milch. Verkauf mal Milch, mein Junge. Was ist auch da unten beim Landhandel? Kann ich mitnehmen? Ich hab Perfekt. Warte mal. Was haben wir denn am Milchpreis? Ja, gut. Ja, was heißt denn gut hier? Gut heißt 1557. Oh, in der Schokoladier. Ja, dann bring mal unsere gute Biomilch zur Schokolade. Ja. Finde ich sehr, sehr schön, dass die uns das abnehmen wollen. Gibt irgendwie 31.000, um ein paar zu quetschen. Ja, mach mal voll. Das genau. Mach mal voll das Bankkonto. Anhänger, Eier, das wird lecker, wird das. Das wird lecker. Ja, ich bring gleich noch Raps weg. Ja, soll ich schon mal einen Anhänger voll mitnehmen? Nein, der Anhänger ist ja noch nicht mal voll. Nein, meinen hier, dann brauche ich nicht leer fahren. Nein. Ich bring das gleich auf einen Schlag weg. Kannst du die Eier hinten drauf schmeißen? Ne, das geht nicht. Ne? Dann nehme ich ein bisschen was am Weizen mit. Nein. Das Weizen bleibt da, wo es ist. Dann muss ich halt leer fahren. Ja. Thank you.
Boah, das ist Judeschell. Guck mal, ich hab was gebracht. 12.000 Milch, das ist ja schon mal sehr schön. Da kommen noch drei vor. Zwei. Wieso, hä? Wir haben noch einen großen Tankhänger. Ja, da passen aber auch nur 8.000 rein. Ah, ernsthaft? Ja. In der große Biest passen nur 8.000 Liter rein. Ja. Ach du heiliger Bimmer. Okay, warte mal. Ich muss mal was bestellen noch. Ich will noch einen Handmäher haben. Ja, mal gucken. Haben die den? Soll ich den gleich mitbringen? Nein. Weil ich bin, nein, nicht mitbringen. Ich meine bestellen. Nein, lass mich doch erstmal gucken. Ja, nein, ich bin nämlich gerade hier unten und wollte fragen, ob die den 8 Tonnen Kipper bauen, deswegen. Ja, die sind doch auf dem Feld. Ich ruf die mal an. Warte mal. So, frag mal, ob die den 8 Tonnen Kipper brauchen oder ob ich dem hier den Spediteur mit auch bei Mehlwerk mit dabei geben kann. Ja, mach ich. Ich frag mal. Tu das. Ich frag mal. 1000 oder so vielleicht. Bimmelum, bimmelum, bimmelum. Irgendeiner hat eine Katze totgefahren. Habe ich eine Katze mitgehäckselt? Der ist mein Klingelton ist kaputt. Hallo? Hallo? Wer ist da? Ah, Sepp, ja, Luis hier. Ja, grüß dich. Hallo. Alles gut, was hast du denn so? Ah, mein Handy, das macht eine Macke. Das hat ein bisschen Regen abgekriegt. Erzähl ich mal. Ich habe schon gedacht, Elias hat wieder Mist gebaut. Nein, nein. Ah, okay. Ich meine ja, aber nein, nein. Ach so, ja, okay, nein, nein. Alles klar. Du, kurze Frage. Ja. Kannst du mir was bestellen? Theopraktisch, ja. Okay, theoretisch? Sind wir gerade auf dem Feld? Ja, pass auf, ich hätte gern so ein Handmäher, so ein Selbstfahrer, diese Dinge zum Schieben, weißt du? Ein Achs, ja. Genau, den hätte ich gerne. Allerdings mit Gummireifen schlappen. Dingens. Hast du nicht so steile Hänge? Doch, aber ich habe hier ein so ein Dingen. Ja. Ah, stimmt ja, du hast ja den einen mit Stahlreifen und dann nimmst du jetzt einen mit Gummi. Ja, den mit Stahlreifen habe ich doch gar nicht. Wo ist denn der? Ich habe keinen mit Stahlreifen. Das war unser gewesen. Ich habe damals einen geholt. Nein, das war unser. Ach nee, den hat sie bei uns geliehen zum Vorführen. Ja. Genau. Und den hätte ich jetzt aber gerne einmal mit Gummibereifung. Ja. Weil das ist hier so eine kleine Ecke, da komme ich mit dem Fahrzeug. Zum Mähen ist das absoluter Mist vom Winkel her. Von daher würde ich den gerne... Neben links neben deinem Haus, glaube ich, da war so eine Scheiße. Ja, genau. Da ja, hinter ja. Der Halle, weißt du? Hinter meiner großen Halle. Da geht's so ein bisschen bergab. Und da ist der Winkel so miserabel. Deswegen möchte ich das mit der Hand machen. Ja. Wenn du mir da so ein Ding bestellst, kann ruhig was länger dauern. Ist mir wurscht. Ja, mach ich. Müsste morgen endlich da sein. Ja, und pass auf, dazu hätte ich gerne dann auch noch so einen Transporthänger. Mal gucken, wo ich die finde. Passend für dein Pickup oder den, separat zum Anhängen? Den Zweiachser, denke ich, oder? Ich funke mir da eben mit zwischen jetzt hier. Genau, diesen Zweiachser. Den Böckmann. Ja. Genau, ja. Den Böckmann. Wenn das geht, wenn das passt beim Pickup. Das weiß ich nicht. Ja, da das haben geht. Wir da durch eine versehentliche Bestellung haben wir eher einen da. Ja, also den hätte ich dann gerne. Auch noch mit dabei, weil dann kann man das Teil schön aufladen da drauf. Ja. Dann kann der nämlich so auch da stehen, wenn man den nämlich dann mal braucht für was anderes noch, kann man den schön fupp drauf anhängen und ab die Post. Sag mal, fällt mir gerade ein, du hast doch den, hast du nicht den gleichen Pickup wie wir haben? Ja. Für den Pickup gibt's extra einen Anhänger, ne? Hä? Mit Gitter und Auffahrrampe und ja. Freischneider und... Nicht ja, nur die Ladefläche, sondern als Anhänger. Aber meine ist hinten fest montiert. Den kannst du nicht abmachen. Nee, das ist auch ein Anhänger. Ein Anhänger. Das ist ein Anhänger. So. Gleiche Bauweise wie die Ladefläche, nur als Anhänger. Aha. Wir bestellen mal beide und dann kannst du einfach gucken, was dir besser gefällt. Ja, dann nimmst du das mit. Genau, dann nimmst du das mit, was dir besser gefällt und dann passt das schon. Den anderen geben wir dann einfach wieder zurück und dann ist gut. Ja,
gucken wir uns dann mal an. Ne? So jo. Können wir das wohl machen. So machen wir das. Dann machen wir das so. Klar. Alles klar, also das, den Meer da und dann einmal diese die beiden Hänger. Ja. Alles klar, danke euch. Jo. Jo. Ciao. Was hat mein Anhänger gedacht? Nee, hab ich nicht. Oh, okay. Ruf nochmal an. Ja, geh mal hin. Bin doch schusselig. Gucken wir uns mal an, wo ist denn der Rapspreis? Hoffentlich bleibt der so. Boah, wenn der so bleibt, 1,6 mal 42, das kommt gut. Ja, heute mache ich meinen Lenz und das hier nun, lass hier mal den Helfer arbeiten. Ich habe nämlich keine Lust. Ja, so sieht's aus. Also wir machen jetzt noch hier das Feld Raps runter. Dann haben wir nochmal Sojabohnen runter. Und das werden wir aber alles nicht heute schaffen. Also ich denke mal, morgen geht es dann weiter in der Folge. Ich freue mich da schon drauf noch. Und ja, ihr habt auf jeden Fall über Silvester was zu gucken. Und dann schauen wir mal, wie es denn weitergeht im neuen Jahr. Lasst euch überraschen. Es kommt garantiert noch einiges Neues bestimmt, wo wir uns doch mal noch was einfallen lassen. Ein, zwei Sachen sind noch in Bau und da bin ich echt gespannt, was unser lieber Sepp da noch bastelt. Aber hier jetzt erstmal weiter zum Projekt und dann freue ich mich, wenn das auch demnächst dann hier vernünftig anläuft und alles super da ist. So. Oh, was macht der denn hier? So, mal gucken. In unserem Tablet hat er denn die Tiere fertig. Also das ist drin, das ist drin, das ist drin. Sieht gut aus. Sauber hat das immer noch nicht. Gibt's auch nicht. Wasser fehlt hier noch. Okay. Upa. So. Haben sie nicht genommen, aber da ist so ein Typ vorbeigefahren, der hat ihn mitgenommen. Ah, okay. Ja, sehr schön. Hä? Ist denn jetzt kaputt? Was hast du kaputt gemacht? Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich glaube, ich sitze... Ich sitze ganz woanders, wo ich nicht hingehöre. Soll ich dich da rausholen? Wo bin ich? Hilfe! Soll ich dich holen? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich komm zu dir, ich habe einen Frontlader. Ich hole dich überall raus. Ey, warte mal. Ich saß gerade noch in meinem Traktor. Jetzt im Bus. Und jetzt im Bus. Genau. Woher weißt du, dass ich in so einem Bus sitze? Weil ich da fast vorbeigefahren bin. Warum sitze ich im Bus? Wie macht man denn das Muppet hier auf? Z? B? Wie geht denn das? LKW aufklappen. Ah, da. Oh, erstmal raus hier. Um Gottes Willen. Was ist denn jetzt kaputt hier? Kevin?
Ist das dein verdammter Ernst? Was? War was? Ja, ich hab das gesehen. Du sollst langsam fahren. Ja, ich lauf hoch, alles gut, fahr mal Milch verkaufen. Dir schon verkauft. Ja, alles gut, ich lauf hoch. Ich brauch mal einen kleinen Spaziergang. Oh mein Gott, was war das? Was war das denn? Kann mir das mal einer erklären? Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Ich verstehe es nicht. Wie zum Geier komme ich denn da bitte schön hin? Alter, wo bin ich denn hier? Ach, bei den Ferienhäusern bin ich. Oh, nee. Ernsthaft? Kevin! Geh mal bitte ins Auto und komm im Auto mir mal entgegengefahren, ausnahmsweise. Ja. Und hör auf zu lachen. Dann gibt's nichts zu lachen. Nee, überhaupt nicht. Ah, da fährt der Zug vorbei, oh Mann. Oh Mann, was ist das? Ich kann nicht mehr. Hä? Erstmal eine Pause machen. Oh, da vorne ist eine Bank. Oh. Erstmal hier hinsetzen. Erstmal hier hinsetzen. Ja, so, steig aus. Du glaubst doch wohl nicht, dass du fährst. Oh, Mann. Wäre mal ein bisschen schneller gegangen, oder? Hatte noch ein Problem. Welches denn? Ach, nein, hat ist der Elias wieder auf den Sack gegangen oder hast du eine Freundin? Nein, beides nicht. Beides nicht? Nein. Dann kann es nicht so schlimm sein. Ja. Oh, jetzt muss ich mich aber sputen, ne? So? Der Drescher ist gleich schon wieder voll. Spring hier raus. Ich lass die Karre hier stehen. Du das. Soll ich den wegräumen? Soll ich den wegräumen? Ja, nachher. Okay. Jetzt muss ich erstmal runter den Drescher leer machen. Jo, soll ich ihn mitnehmen auch in vorne in der Schaufel? Nein, das schaffe ich selber. Okay. Bin ja gleich da, ich sehe ihn ja schon von hier. Ich kann nicht mehr. Boah, für den Sommer, weißt du was? Fände ich ja geil, wenn wir hier so ein Baumhaus hätten. So für dich. Wo warst du heute? Hast du irgendwie Falschluft geatmet? Hä, wieso? Okay, dann ist alles gut. Warum? Ich wollte mal fragen. Na wieso, aber wir können doch ein Baumhaus hier draußen aufbauen. Was willst du mit einem Baumhaus? Ja, ein Baumhaus, für dich im Sommer. Kann ich dich ausquartieren, habe ich meine Ruhe zu Hause. Ich bin euch den falschen Erlen gerade. Nee, du bist im richtigen. Dein Papa ist ja hier. So. Und voll ist er. Geil. Einmal noch fahren und wir haben 42.000 Liter Raps.
Gepäck, mach mal Platz hier. Und da sind wieder mehr Geld. Milch? Milch? Sehr schön. Und jetzt noch eine Runde, wa? Jo, weil es so schön war. Ja. Mach mal 42 mal 1,6. Also 42.000 Liter mal 1,6. Ja. Sieben, 67.200. Gut. Eine Ladung noch und dann ist hier Fendt und Kolonne voll. Ja. Dann haben wir erstmal Platz. Das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Das sieht verdammt schnick aus. Ich fahre mal ein Stück an der Seite. So. Lassen wir den jetzt nochmal wieder arbeiten. Aber hör mal, du musst noch sauber machen, ne? Ja, ich bin ja auch noch ein Schachtel. Ja, ich wollte ja nur mal sagen, ne? Jo, morgen ist auch noch drauf. Ja, hast ja recht. So, Getreidemühle, wo ist denn die? Hinten bei unserem ersten Feld. Nee, die Getreidemühle Felsbrunn. Ach so, da musst du den Zug... Ach, das ist da hinten, wo der Zug hinten hält. Ah. Nein, du musst das als erstes... Du musst das bei Bahnsiedlung Ost, musst du das einfüllen und dann musst du das mit dem Zugführer sagen, dass der das bei Felsbrunn da oder in Felsbrunn verkaufen muss. Ach so. Das heißt, ich muss das jetzt hier einfüllen nachher? Ja, und dann musst du auf den Zug warten. Du musst dem Zug Bescheid sagen, dass er das einladen soll und musst den wegschicken. Ah, das heißt, ich könnte rein theoretisch jetzt einmal alles da reinpacken. Und dann einmal alles wegpacken. Was haben wir denn an Sojabohnen? Nur das Feld 4. Oh, 1,8. Ruf mal bitte den Maschinenhandel an. Und gucken mal, ob wir uns den anderen Drescher noch leihen können. Dann können wir nämlich jetzt sofort noch die 4 hinterher dreschen. Und hauen halt alles da rein. Weil ich habe nämlich auch Getreidemühle Felsbrunn. Ich frag mal. Ja, danke. So, dann fahren wir nämlich den Schmann jetzt hier weg. Und hoffentlich klappt das mit dem Drescher. Und dann können wir nämlich jetzt gleich beide Felder machen. Dann haben wir gleich beides fertig. Das wäre so mega nice. Für 5.000 Euro die Stunde könnte man kriegen. Wo haben die geschnitten? Nö.
Die sind nur alle ein bisschen blemblem. Die versuchen aus Graspellets Heupellets zu machen. Das geht doch gar nicht. Ja, deswegen ja. Wollen mitbringen oder nicht? Ja, bring mit, scheiß mal. Bring mit. Aber wir zahlen erst, wenn wir fertig sind. Wir können ja auch 7 Stunden bezahlen und haben nur eine halbe Stunde gebraucht. Nein. Sind schon drinne. Alles klar, perfekt. Bring mit das Muppet und dann Kniegas. Oh, 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 ganz schnell. Nein! Aua. Ist dein Traktor müde? Nein. Aber ich wurde hier gerade... hab gedreht. Jetzt komme ich. Er ist Sonnenpichler. Hab ich nicht. Kevin? Ja? Würdest du mal langsam hier über den Hof fahren mit dem Ding? Du bist eben voll bei uns an den Fenstern vorbeigeschraubt. Du machst unseren Drescher kaputt. Da war noch Platz. Leihsachen, da geht mal anders damit um, bitte. Kevin? Ja? Muss das sein? Mach bitte vorsichtig. Okay. Du bist gerade schon so gerast, lass es. Sonst kriege ich wieder die Pimpernellen hier. Auf dem Hof ist 10 km/h angesagt und nicht 45. Ne? Waren ja auch nur 25. Ja, aber es ist 10, das heißt, sind 15 trotzdem zu schnell. Ja. Ja. Aber da war noch Platz. Ja, ist egal, ob da noch Platz war. Es ist ein Leihgerät. Sei froh, dass der Michael das nicht gesehen hat. Der hat den Popomax aber gemacht, du. Bei dir. So, wo setzt du den an? Unten rechts. Unten, also wenn du vom Landhandel kommst, unten rechts. Ja, da wo ich jetzt bin. Auf der 3? Nee, 4. Ich will dich da nicht. Ich war gerade hier um die Kurve zum Feld. Ah, da, ja, jetzt. Ja. Jo, alles klar. Ich lasse den Hänger hier hin. Ich habe nämlich das erste schon eingefüllt ins Silo. Damit wir gleich nur noch reinkippen brauchen. Ja. Dann können wir nämlich jetzt beide hier bearbeiten. Soll ich den Nachbarn nochmal fragen? Weil sonst ja, frag. Okay. Weil ich, da fährt ja hier schon Juppek. Du hast Juppek, ich habe... Du hast einen Nachbarn. Ein Dieter. Ja. Dann tue ich mal den Traktor da runterlaufen. Da runterlaufen, um den Traktor zu holen. So. Ja. Soll ich dich eben fahren mit dem Auto? Nö, passt schon. Alles klar. So, ja, meine Lieben, das war's aber schon wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Und bis dahin, euer Kolke. Ciao, ciao. Tschö.